Hallo und herzlich willkommen, hier ist Barlo mit BMZ Nummer 252 und den Themen Raid-Gruppe, Paragon-Level und Football. Hey Barlo, ich hätte ein paar Fragen. Zurzeit mache ich in WoW eine kleine Pause. Warte mal, ich habe keinen Sound. Doch, ich habe wohl Sound. Zurzeit mache ich in WoW eine kleine Pause, da ich in den Sommermonaten die meiste Zeit draußen verbringe, verfolge aber mit großem Interesse alle Updates rund um BFA und bin auch sehr gespannt auf die neue Erweiterung. In BFA würde ich mich dann ganz gerne, mit einer Stammgruppe unterwegs sein. Dann würde ich mich aber jetzt schon mal auf die Suche begeben. Jetzt eine Gruppensuche zu machen und eine Gruppe zu finden, ist deutlich leichter als zu dem Zeitpunkt, wo der Raid quasi schon vor der Tür steht. Denn wenn jetzt noch, also jetzt ist noch die Zeit, wo man Plätze füllen kann, zum Beispiel Tanks und Heiler vor allen Dingen. Aber niemand geht in die erste Raid-Woche rein mit einer Gruppe, mit einer Stammgruppe, ohne eben diese Slots gefüllt zu haben. Mit dem Ziel, HC-Content zu clearen und vielleicht sogar den einen oder anderen Mythic-Boss zu legen. Durch das Community-Feature und die Cross-Realm-Raids ab einem gewissen Punkt kann man ja auch Mythic raiden. Genauso ist es. Wenn jeweils 100 Allianz und 100 Horde-Gilden die Bosse auf Mythic down haben, dann wird geöffnet für alle. Ist man dann auch nicht mehr ganz so Server- und Gilden gebunden? Wie würdest du die Suche angehen? Hast du eventuell eine Stammgruppe, zu der du zurückkehren kannst? Wie denkst du, wird sich das Community-Feature auf die Raid-Landschaft auswirken? Könntest du dir eine gemeinsame Community vorstellen? Zum Beispiel Supergames TV, in der regelmäßig Raids stattfinden? Also definitiv kann ich mir vorstellen, dass sie das in der Community machen, beziehungsweise weitermachen. Wir haben das ziemlich erfolgreich eigentlich angefangen in Tomb of Sargeras, würde ich sagen. Glaube ich, war das erste Mal, wo wir das so richtig als Community Raid gemacht haben. Obwohl, naja, wir haben auch eigentlich schon Hellfire Citadel, haben wir das ja auch gemacht, ne? War ja auch immer Mitglied aus der Community. Also wir haben das in der Vergangenheit schon gemacht. Ich habe im Moment sonst keine feste Raid-Gruppe und ich finde die Idee eigentlich ganz reizvoll. Es wird ein bisschen davon abhängen, wie gut und leicht es möglich ist, zuverlässige Leute zu finden, die im Idealfall vielleicht auch nicht daran gebunden sind, in anderen Raid-Gruppen mitzuraiden. Und um vor allen Dingen die Schlüsselpositionen zu besetzen, das ist halt der wichtige Teil. Ich möchte gerne einen zuverlässigen oder zwei zuverlässige und gute Tanks haben. Ich möchte gerne irgendwie drei, vier gute und zuverlässige Healer haben. Und ja, auch eine Handvoll guter und zuverlässiger DDs, damit wir es uns auch erlauben können, gegebenenfalls mal Leute zu carryen, wenn die nicht so gutes Equipment haben oder noch nicht so viel Erfahrung haben und so weiter und so fort. Wie ich die Suche angehen würde, weiß ich nicht. Also ich meine, ich bin niemand, der viel die Gilden gewechselt ist. Ich war bei meiner letzten Gilde, keine Ahnung, seit 2008, glaube ich. Also bis ich die gefunden habe, das hat gedauert. Das hat vom Start WoW bis 2008 gedauert. Dann war ich da bis Anfang Legion und seit Legion bin ich bei meiner jetzigen Gilde, wo ich allerdings nur am Anfang bis einschließlich Trial of Valor den Progress mitgemacht habe und dann von mir aus gesagt habe, dass ich das, dass die Zeit dafür nicht so einfach und ohne weiteres aufbringen kann. Ich weiß es nicht, ich habe keinen Geheimtipp zur Gildensuche. Ich denke mal, viel mehr als bei WoW Progress gucken, welche Gilden gibt es auf meinem Server, in meiner Region, in meiner Sprache zumindest, die ungefähr die Raid-Tage machen, die ich haben will und die ungefähr auch so den Anspruch haben ans Raiden, den ich habe. Erfahrungsgemäß überschätzen sich die meisten Spieler bei weitem. Also wenn ich das sehe, was bei unseren alten Gilden als Bewerbungen reinkam, von 10 Bewerbungen, die reinkamen, war einer in der Lage mitzuspielen. Also behalt das irgendwie auch im Hinterkopf, dass du wirklich irgendwas findest, wo du glücklich wirst und wo du reinpasst und nicht denkst, oh, jetzt muss ich aber Top 10 oder Top, keine Ahnung was, Top 5 in Deutschland spielen, nur um dann auf der Bank zu sitzen oder halt gar nicht erst in den Wald zu bekommen. Hey Barlo, was würdest du davon halten, dass man das Level an sich streicht, aber wie in Diablo ein Paragon-Level existiert, nur eben auf einem bestimmten Level gecapped? Ich denke halt, mittlerweile ist das mit dem Leveln doch irgendwie sehr mühselig, selbst als Twinker, der gerne ein bisschen levelt, aber irgendwie finde ich das mittlerweile sehr nervig. Da auch selbst durch das Scaling manche Gebiete-Erweiterungen das Leveln doch eher zu einem muss ich machen, um den Endcontent zu kommen. Okay, ich glaube, ich weiß, was du meinst. Macht es da nicht mehr Sinn zu sagen,
jeder kann einfach alles angehen. Und durch das Questen in den Gebieten kann man einfach ein Hintergrundlevel farmen, welches dann Einfluss auf den Charakter. Ja. Also in gewisser Weise haben wir das ja zurzeit. Also das Level ist ja im Moment nicht besonders wild, wenn es nur darum geht, von einer Expansion zur nächsten zu leveln. Ich habe jetzt 12 Charaktere hochgelevelt und die meisten oder viele davon waren auf Level 100. Und von 100 bis 110 habe ich, ohne mich jetzt krumm zu legen, ungefähr 7 Stunden gebraucht. Mit Fliegen wohlgemerkt. Aber du redest ja von Twinks, die muss man sich ja nicht zwingend in den ersten 3 Wochen hochziehen. Ohne Fliegen lass es 10 Stunden sein, die ich vielleicht gebraucht hätte oder so. Das ist ja absolut noch im erträglichen Rahmen. Wir reden ja jetzt nicht von 10 Tage Spielzeit oder sowas. Das finde ich nicht so schlimm. Die Frage ist, wollen wir so ein Paragon-System haben? Und im Prinzip haben wir das ja eigentlich. Also aktuell haben wir ein Paragon-System. Wir haben ein nach oben offenes System, das einem nur noch leichten Nutzen bringt, wenn man es erstmal erreicht hat. Also klar, bis zu einem gewissen Grad, 75. Trade, gibt es noch richtig dicke Goodies dazu. Und ab da gibt es nicht mehr viel dazu. Und jetzt sind wir natürlich auch in einem Zeitpunkt, wo mit maximaler Artefakt-Knowledge jeder sehr, sehr schnell und sehr, sehr leicht zumindest den Großteil des Artefakts vollbekommt. Aber das war ja am Anfang während der Expansion ganz und gar nicht so. Da warst du dann froh, wenn du 30 oder 35 Trades oder was es am Anfang war, hattest. Und nicht wie jetzt, wo du Max-Level bist, eine Quest gemacht hast und 61 Trades voll hast. Darüber hinaus noch ein Paragon-System, weiß ich nicht. Also, du möchtest ja nicht ein System haben, wo man mit viel investierter Zeit einen großen Nutzen hat. Bei Diablo wäre das so. Also da hat man mit viel investierter Zeit einen relativ großen Nutzen noch. So groß, dass die Top-Spieler ab einem gewissen Punkt nicht mehr Equipment farmen, obwohl Diablo so ein Equipment-lastiges Spiel ist, sondern Paragon-Level farmen, weil es den höchsten Nutzen pro Zeit hat. Ich glaube, in WoW möchtest du das nicht. Möchten wir alle das, glaube ich, nicht. Weil du so ein, keine Ahnung was, 80-Stunden-Grind die Woche oder so, glaube ich, als mäßig spaßig empfinden würdest. Und es gibt ja jetzt schon Leute, die sich einreden, dass sie wegen 3 Artefakt-Leveln nicht auf Platz 1 im World of Logs stehen oder in Warcraft Logs stehen. Hi Bardo, danke für deine tollen Formate schauen neben BMZ, auch den Lore Talk und die WM Podcast. Das ist toll. Gestern im Fußball Talk Nummer 6 habt ihr ganz nebenbei kurz über das Thema, ganz kurz das Thema Football tangiert. Auf Steves Patriots Bekenntnis hast du schon etwas intensiver mit Oh Gott, geh mir weg reagiert. Ja, das ist so meine Reaktion auf die Patriots. Hat mich neugierig gemacht. Meine Fragen, verfolgst du die NFL? Ja, sonst hätte ich das ja nicht gesagt. Ja, also seit langer, langer Zeit. Ich glaube, seit ziemlich genau 1990 oder 91, glaube ich, da ist so die NFL. Das waren so die ersten Super Bowls, die ich live geguckt habe. Damals noch mit den Buffalo Bills, die 4-mal in Folge verloren haben. Das waren meine ersten Super Bowls. Wenn ja, schaust du irgendwo im Netz via Stream oder schaltest du den Fernseher dafür an? Nee, ich schalte den Fernseher dafür nicht an, weil ich gar keinen habe. Aber lange Zeit war der Fernseher bei mir, also ich hatte lange Zeit einen Fernseher nur, um Sport zu gucken. Das hat sich mittlerweile ein bisschen geändert, weil es diese ganzen Angebote, die es halt früher nur über Sky oder vorher Premiere gab, mittlerweile halt alle auch online gibt. Und seitdem das so ist, bin ich auch nicht mehr an den Fernseher gekoppelt oder darauf angewiesen. Und ich schaue grundsätzlich Sachen eh sehr gerne am Rechner, weil ich dann nebenbei noch schön zocken kann. Ich habe lange Zeit den Game Pass von NFL benutzt. Für diejenigen, denen das nichts sagt, das ist das NFL-eigene Angebot und ein fantastisches Angebot, das muss man sagen. Die Qualität der Streams ist hervorragend und du kannst mehrere Streams gleichzeitig schauen. Sie haben alle Videos am nächsten Tag on demand. Sie schneiden die Werbung in den On-Demand-Videos raus und wer gerne Football live schaut, der weiß, dass so ein Footballspiel mal locker 1,5 Stunden kürzer ist, wenn keine Werbung mehr drin ist. Also ein ganz, ganz tolles Angebot. Das einzige Problem ist, dass das richtig teuer ist. Den aktuellen Preis kenne ich nicht, weil ich seit 2 oder 3 Jahren nicht mehr abonniert habe. Aber da war das über 200, 250 Dollar oder sogar Euro. Also es war richtig, richtig teuer. Und genau aus dem Grund habe ich es dann nicht mehr abonniert und stattdessen letzte Saison auf DAZN zugegriffen und mir da halt einige Spiele angeschaut und auch einige Spiele on demand sind, glaube ich, am Ende noch angeschaut. Ich überlege gerade, habe ich DAZN schon gehabt, als noch Football war? Jetzt bin ich mir gerade gar nicht mehr so sicher. Ich glaube schon. Und wenn nicht, habe ich es nächste Saison auf jeden Fall. Was hältst du vom Format ran NFL?
Mir gefällt die moderne, etwas lockere Bericht. Die ist modern? Die Einbindung der Internet-Community. Das kann man natürlich immer gut machen, solange die Community, und das ist ja beim Football noch klein genug ist, als dass da was Vernünftiges bei rumkommen kann. Ich fand die auf jeden Fall nicht schlecht. Also ich weiß, dass viele Leute gerne über die Kommentatoren lästern, aber ich fand die grundsätzlich nicht besonders schlecht. Die deutschsprachigen Kommentatoren, die kann man sich ganz gut angucken. Die haben Ahnung von der Materie, das definitiv. Ich glaube, das kann denen keiner ernsthaft absprechen. Zumindest keiner, der selbst Ahnung hat. Nicht jeder ehemalige deutschsprachige Footballspieler ist jetzt so der Riesengewinn am Mikrofon. Wenn sie denn welche haben, die das co-kommentieren. Aber ich finde, die stehen ihren US-Kollegen da nicht in wirklich viel nach. Also ich kann es mir auf jeden Fall grundsätzlich mit deutschem Kommentar angucken. Und mein Lieblingsteam, auch seit langer, langer Zeit, sind die Pittsburgh Steelers. So. Ein bisschen Sport als Thema gehabt. Obwohl haben wir neulich auch, wir haben Bodybuilding als Thema gehabt, so ganz grob. Ich danke euch fürs Zuschauen. Ich danke euch für das Einsenden von tollen Fragen, Anregungen, Kommentaren und Themenvorschlägen. Macht das bitte weiter, denn nur so kann ich jeden Tag eine neue Folge produzieren. Ich wünsche euch einen schönen Tag und sage, wenn ihr möchtet, bis morgen. Tschüss, sagt euer Onkel Barlow.